Yeah, durch Deville. Fit zum Thema Basel, Beats und Bappene. Bei uns zu Gast im Folium Lisa Eckert und Michelle Kalt. Und da ist er endlich, der Dominik Deville. Hallo miteinander. Grüezi, grüezi. Danke mal. Merci, guten Abend miteinander. Hallo. Danke, merci. Danke, hallo. Grüezi miteinander, grüezi miteinander, grüezi miteinander. Und hallo, das Doping von Sport aktuell und der leichtwürzige Abgang von Landfrauenküche, das ist Deville, eure Lieblingssendung. Schön sind dabei daheim am Bildschirm, aber auch hier im Studio. Es freut mich natürlich sehr. 50 Leute haben wir wieder reingebracht. Keine Angst, die haben zwar keine Masken an, aber die gehören auch alle zusammen. Das ist der gesamte Küngeli-Zuchtverein Oberlieli. Ja, das SRF hat extra einen Bund Rüebli springen, oder Marike als Produzentin? Ja. Ja, du mal das Publikum rein, da rein filmen, schau mal, tolles Publikum. All die kopierten Öhrli, alle entwurmt und kastriert. Jawohl, das ist unser Publikum. So, eine Push-Nachricht hat in dieser Woche die ganze Welt aufgerüttelt. Eine Push-Nachricht, die haben Sie auch gelesen. Und sind wir ehrlich, es ist eigentlich ja die einzige gute Nachricht gesehen in der letzten Woche, weil der Test ist positiv ausgefallen. Bei jemandem, wo man schon lange darüber spekuliert hat, wann verwünscht es ihn eigentlich. Und ich weiss nicht, wie es euch gegangen ist, wo ihr es erfahren habt, aber ich habe wirklich einfach wahre, ehrliche Freude über das tolle, unerwartete Ereignis verspürt, über den positiven Test. Ja, Hazel Brocker ist schwanger, meine Damen und Herren. Das ist schon krass, oder? Man, stell dir mal vor, du bist das Kind von der Hazel Brocker. Die böseste Frau von der Schweiz. So, Kind, jetzt lese ich dir noch eine gute Nachtgeschichte vor. Nein, Mami, bitte nicht. Ja. Wie auch immer, herzliche Gratulation. Auch von uns, Hazel, an dich. Und denke jetzt schon über ein Geschwisterli nachher. Weil wie hast du letztes Jahr so schön bei uns gesagt? Geschwister, die sind so etwas wie Übungsmenschen für richtige Menschen. Also... Hazel Brocker. Ja, und noch ein zweiter positiver Test hat für Schlagzeilen gesorgt. Donald Trump ist nicht schwanger, er hat Corona. Ja? Und das ist eigentlich auch schon die Pointe. Ich weiss, es ist grundsätzlich nie lustig, wenn alte Menschen eine gefährliche Krankheit haben. Aber ich meine ganz ehrlich jetzt, wer hat bei dieser Nachricht nicht ein bisschen Schadenfreude empfunden? Ein bisschen. Marike, hast du als Produzentin jetzt für uns ein bisschen Schadenfreude empfunden? Nein? Also weißt du, so, nicht so richtig, aber so ein leichtes Kribbeln im Bauch, ein fröhliches? Weißt du, so wie wenn das Büroarschloch am Kopiergerät einen Papierstau hat. So. Also so ein wie wenn du bei der Probe über ein Kabel stürzt. Ja, ungefähr so, denke ich. Meine Produzentin Marike an der Seite. Ja. So, also, jetzt haben wir es noch Boris Johnson, jetzt also auch der Trump. Also, jemand hat es ganz sicher gefreut, Coiffeure. Ja, weil jetzt ist bewiesen, eine scheisse Frisur schützt nicht vor Corona. Ganz einfach. Dann hat es aber noch einen Test gegeben, diese Woche, habt ihr auch mitbekommen, für den Trump. Der ist aber eher negativ ausgefallen. Aber nicht nur für ihn, auch für seinen Kontrahent ums Präsidentenamt, Joe Biden. Ja, die ersten von drei Presidential Debates sind ausgestrahlt worden. Man kann sagen, dass die TV-Debatte, die amerikanischen, sind das Pendant zu unserer SRF-Arena. Ja, einfach mit zwei statt vier Gästen, die sich gegenseitig ins Wort fallen. Also eine Arena und eingeladen ist der Köppel. Und der Köppel. Ja, so, und so ist es auch zu und her gegangen. Totales Chaos bei der TV-Debatte. Marike, hast du die Debatte gesehen? Nein, wenn ich einen alten Mann am Fernsehen umschreien sehe, dann schaue ich unsere Sendung am Sonntag. Danke, Marike. Aber komm, schauen wir doch ganz schnell rein in die Debatte. Schauen wir ganz schnell rein in so einen Schlaganfall. Schlagabtausch, bitte schön. Because the question is, the question is, the question left. Will you shut up, man? Listen, who is on your list, Joe? We're not going to give a list. We have ended this segment. We're going to move on to the second segment. That was really a productive segment, wasn't it? Die sind schon sehr alt. Ich weiß, dass viele von euch daheim von meinen SRF-Zuschauern denken, was, die sind doch gar nicht so alt. Doch, sie sind uralt, ja. Sie sind uralt. Sorry, das sind keine Debatten, das sind Debatten, sind das, ja. Das ist kein Präsidentschaftsrennen, das ist ein Rollator-Spaziergang, wird das. Ich meine,
Ich verstehe es nicht. Ich bin wirklich ein bisschen enttäuscht von den Demokraten. Ich verstehe es nicht. Ja, jetzt haben sie 4 Jahre haben sie Zeit gehabt. Schau, stellt euch vor, ihr wisst, dass ihr in 4 Jahren an einem Pferderennen mitmachen wollt. Und ihr müsst mit eurem Ross antreten. Und ihr wisst genau, euer Gegner wird in 4 Jahren mit genau dem Ross an den Start gehen. So, jetzt habt ihr 4 Jahre Zeit. 4 Jahre Zeit, ein besseres Ross auszusuchen, zu trainieren und abzurichten. Ja? Ich weiss nicht genau, wie euer Ross würde aussehen, aber nach 4 Jahren sind Demokraten genau mit dem Ross am Start auftaucht. Ich meine, es ist unglaublich. Ich meine, nach 4 Jahren sind die nicht weitergekommen. Das ist ja wie in einer KV-Lehre. Ja? Aber eine KV-Lehre mit Senioren. Make America great again? Nein, make America young again. Haben Sie Mühe, an Meetings lange Sätze zu bilden? Yes, there is. There's systemic injustice. Sie stellen absurde Forderungen an Ihre Mitarbeiter? I want crystal clean water and air. I want beautiful clean air. Reden Sie ständig über die guten alten Zeiten? I was raised in the suburbs. This is not 1950. 1929. Wenn Sie zum Beispiel ständig den Faden verlieren. So I can't remember which of all his rants. I'm having a little trouble myself. But and about the economy and about this question of what it's good. Dann ist es dringend an der Zeit. Versuchen Sie es doch mal mit einer Pensionierung. Make America young again. Wobei, ganz ehrlich, ich muss sagen, vielleicht haben Sie es mitbekommen, die politische Jugend in der Schweiz hat jetzt in den letzten Wochen auch nicht die viel bessere Figur gemacht. Haben Sie vielleicht mitbekommen, die Juso rund um Ronja Räubertochter Fuhrer ist anfangs Woche mit einem kleinen Tröppli ist sie von einem SVP-Stammlokal und hat dort so ganz jugendlich Flashmob-mässig ein krasses Schmählied auf die Volkspartei angestimmt. Schauen mal rein in das Lied. Hey, hey, Ende der KI und Ende der dumpfen SVP. Raus auf die Straße. Ist das wirklich die rebellische und kämpferische Juso gesehen? Sorry, das hat jetzt eher tönt wie eine Gruppe gemobbter Primarschüler beim Sternsingen. Ja, also. Wobei, das ist ja eigentlich die Juso auch. Ja? Nein, hör, so tritt man wirklich keine SVPler in Herzinfarkt. Da müssen ganz andere Mittel aufgefahren werden. Da müsste, wenn man so ein Lied bringt, ja, da muss man vorne hinstehen, da müsste ein fetter Beat rein. Dann müsste eine geile Lichtshow dazu. Und dann müsste man noch, könnt ihr euch noch letzte Woche erinnern, an einen fucking Bundesplatz-Eklat, ja, mit den Badran, wo da die 3 Eurythmie-Tänzer und Badran umgetänzelt sind. Wisst ihr noch die? Ja? Die müssten dazu so richtig abgehen. Das wird knallen, liebe Juso. Ja? Hey, hey, Ende der KI und Ende der dumpfen SVP. Ruf her! Badran Singers und Badran Sängers und Badran Dancers vor allem, wo man da extra dazugeholt hat. So würde es klappen. Schwitzende Tänzer, die sich eng aneinander schmiegen, das hat es so lange nicht mehr gegeben. In der Schweiz, außer bei dir, Marike, natürlich in der Wohnung letzte Woche, kann mich gut erinnern. Seit Donnerstag sind aber in der Schweiz Grossveranstaltungen mit über 1000 Personen wieder erlaubt. Ja, grosse Freude. Bei der Kelly Family. Sie können jetzt ihr Weihnachtsessen doch durchführen, das ist natürlich toll. Und auch IS-Terroristen können ihre Arbeit endlich wieder aufnehmen. Ich persönlich glaube ja, dass die Grossveranstaltungen nur so früh erlaubt worden sind, damit der Dani Koch endlich seine Lesetour mit seinem Buch kann starten kann. Aber nein, vor allem geht es natürlich um Fußball- und Eishockey-Stadien, die wieder zu 2/3 ausgelastet sein dürfen. Oder wie es beim GC würde heissen, Zuschauerrekord! Aber die Sicherheitsvorkehrungen sind hoch. Es gibt zum Beispiel nur Sitzplätze, weil im Sitzen ist es einfach viel schwieriger, einen Pyrofackel in den Familiensektor reinzurühren. Ja? Aber als Hooligan brauchst du ja auch jetzt keine Pyros. Heutzutage langt ja bereits ein kleiner Schnupfen, um deine Gegner in Furcht zu versetzen. Und trotzdem wird ein regelrechter Ansturm von Fans erwartet, weil viele Leute sind Corona-müde. Sie mögen nicht mehr. Sogar das Pack. Ich weiss nicht, habt ihr die neue Kampagne gesehen? Das ist der neue Slogan. Schaut mal.
Mach's einfach. Man hört den Seufzen direkt raus, oder? Ich meine, stell dir vor, verständlich, stell dir vor, du bist back. Mach seit Monaten bitte, Betty, bitte Abstand halten, Hände waschen, Maske, bitte, alle kommen, bitte, ja. Und alle so, nein, warum? Ja? Dann haut sie natürlich irgendwann mal den Nucki raus. Und dann machst du halt so einen Slogan, einfach nur noch, mach's einfach. Und ich finde, damit haben sie noch eine freundliche Variante gewählt. Wäre ich's back, wäre der Slogan gewesen, frag nicht. Oder halb fressen. Oder einfach fick dich. Ja. Zumal sich die Kampagne das mal an Jugendliche richtet. Die richtet sich an Jugendliche. Jugendliche. Und wir wissen, Jugendliche brauchen kein Argument. Ja. Die langen einfach das klares «Mach's einfach» und eine geile Webseite mit krassem Content. Die gibt es machs-einfach.ch. Die getroffen bin ich mal umsurfen und habe das frische Film gefunden. Ich bin Mia und auch ich habe mich überwinden. Mach's einfach. Yeah! Jugendliche, ja, da braucht es einfach ein bisschen Überwindung und einen rechten Schutt in den Arsch. Ja, mach's einfach! Und dann so Internet-Banners hat natürlich das Bug auch aufgeschaltet. Schauen wir mal. Haben dein Crush und dein Lieblingsclub gemeinsam, sie wollen deine Nummer. Crush, ja, das sagen die Jungen heute. Crush. Wir haben dazu mal dem noch gesagt, zugekokste, mühsame Volltrottel, die dich scheiße von hinten antanzen. Heute sagen dem Crush. Aber man sieht auf dem Plakat nicht nur, wie Jugendliche reden, sondern man sieht auch, was so der typische Jugendliche macht im Ausgang zu Corona-Zeiten. Schau mal, eine junge Frau reitet auf einem Farbstift. Eine junge Frau reitet auf einem DJ-Pult. Und das ist das einzige realistische, DJ Antoine ist auch noch drauf. Ja? Hingegen, das ist ein bisschen unrealistisch, ja. Hingegen auf machs-einfach.ch geht es richtig zur Sache. Schaut euch das an. Stopp, kann man ganz schnell stoppen? Das ist jetzt Mia und ihre Crush, ja. Sind Jugendliche so angeleitet? Ja, ist das also sieht jetzt mehr ein bisschen nach verschüpften ICF-Bärli aus, aber gut, schauen wir mal weiter, was passiert. Oh, halt. Mindestabstand, was ist mit dem Mindestabstand? Und man denkt schon, rein von der Spannung her, ist schon nicht schlecht gewählt, meint man schon, jetzt mach's einfach, ja. Können wir jetzt mal schauen, wie sie es machen? Bitte, können wir mal schauen, wie sie es machen? Bitte, schauen. Mia, mach's einfach. Was ist das gesehen? Ja. Hallo, wo ist die Zunge gesehen? Hallo? Knutschen wirklich die Jugendlichen heute so? Ist das der bug-konforme Kuss? Ich habe keine Ahnung, was Bug mit dem Video will, aber der Slogan ist natürlich stark. Ja? Kein Wunder, der ist ja auch geklaut von Nike. Ist natürlich am einfachsten, wenn man einen Slogan nimmt, der sich bereits bewährt hat. Da kann man nichts falsch machen. Ja? Was wäre auch noch gegangen? Zum Beispiel Corona Friends. Ist das zu stark? Bist du zu schwach? Das wäre. Denn, oder mit Maske lebst du nicht besser, aber länger. Das ist. Und natürlich Gold, Dani Koch macht Kinder froh und Erwachsene ebenso. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Aber noch eins haben wir keine Ruhe gelassen. Die Webseite machs-einfach.ch. Bin nochmal draufgegangen und da habe ich etwas gemerkt. Ich habe gemerkt, die Webseite hat nichts mit der aktuellen Bug-Kampagne zu tun. Das ist eine Webseite, die schon lange vor Corona aufgeschaltet worden ist. Schau mal, für was die Webseite ist. Du musst deine Steuererklärung machen und kommst irgendwo nicht weiter. Auf dieser Seite findest du ganz viele Informationen rund um das Thema Steuererklärung. Ja, mach's einfach. Hä? Also nicht von Nike hat Bug abgekupfert, sondern von dem coolsten jugendlichen Brand überhaupt. Im kantonalen Steueramt von St. Gallen. Ja, das ist so. Okay. Ah, ein bisschen Überwindung. Ja, Überwindung brauche ich amigs auch, um das wunderbare Deville-Studio zu verlassen. Aber hier und wieder werde ich nicht eingeladen, zum Beispiel auf Zug, in die sogenannte Wunderkammer. Ja? Wisst ihr, was das ist? Schaut an. Ich bin wieder eingeladen worden, das mal auf Zug, ja? In die sogenannte Wunderkammer, wo allerlei skurrile Sachen hat. Christian, wieso sammelst du denn nicht normale Sachen wie jeder Schweizer, also Briefmarken, Kaffeeranddeckeli oder Cumuluspunkte? Ja gut, als Zauberkünstler bin ich immer schon extrem angezogen von bizarren und merkwürdigen Objekten.
bizarre und merkwürdige Objekte bewertet, sieht man hier einen ausgestopften Glarner findet oder das schlechte Gewissen von der Glencore oder vielleicht Michael Jackson seine Nase auf in die Wunderkammer. Ja, also das ist das Überbleibsel vom sogenannten Elefantenvogel. Oder wenn man es jetzt in die heutige Politik übertragen will, hier sehen wir ein normales Ei und hier sehen wir die Eier von der Jacqueline Badran. Das ist mir jetzt ins Auge gefallen. Was ist das ganz genau? Das ist ein sogenannter viktorianischer Miniaturhund. Eine Totgeburt, also ein Welpeli, der eigentlich tot auf die Welt kommt und nie auf seinen vier Beinen gestanden ist, so zu präparieren, als wenn es wirklich rumgelaufen wäre. Jö, viktorianischer Miniaturhund. Oder wie es beim SRF heisst, der Eschbacher. Liebe Kuheltern, vielleicht für euch als Warnung, das passiert mit euren Kälbchen, wenn ihr zu viele Federmatch schaut. Oh, das ist vom berühmten Dodo. Da gibt es weltweit. Wer kennt nicht den DJ Dodo? Das ist der mit dem bunten Gefieder, der so lustige Tänze aufführt. Hier seine letzten Knöchel. Ah, schaut sie mal hier. Endlich mal einen richtigen Einblick, wie sich die Grünliberalen ihre Kampfjets vorgestellt haben. Jö, schau mal, das ist aus dem Schawinski geworden. Und hier die Originalunterschriften von Neil Armstrong, von Buzz Aldrin und von Collins. Für die jüngeren Zuschauer unter uns, das sind die drei vom Rüttli-Schuh. Sorry, ich muss jetzt ganz schnell in die Wunderkammer für Herren. Hier ein Brief von Louis XIV, dem französischen Sonnenkönig. Da steht: Oulala, je t'aime, voulez-vous coucher avec moi? Das ist Kosmonaut- oder Astronauten-Food. Also, das können aus der SRF-Kantine. Jeden Mittwoch gibt es das. Das ist meine erste Samurai-Rüstung aus der mittleren Edo-Periode. Oder was heute auf den durchschnittlichen Zürcher Hipster braucht, wenn er eines in seinem Leben Sushi kocht. Und hier ein Gipsabdruck von der letzten Zuhörerin von der letzten Rede von Johann Schneider-Ammann. Hier haben wir ein Autogramm von der Catherine Hepburn. Achtung, wenn sehr viele junge Zuschauer, könnt ja niemand mehr. Das stimmt, das stimmt. Aber es ist trotzdem von ihr. Kannst du ein bisschen erklären? Eine der grössten Schauspielerinnen. Ah nein, ich meine Autogramm, was ein Autogramm ist. Zwar keine Unterschriften für einen Abdruck von der Kim Kardashian. Etwas sehr Kurioses, ja. Vermanschte Hirse und Weizen, geschlagene Kuhmilch und bearbeitete Tiere. Wow. Das Back hat gesagt, der Corona-Gruß ist nicht mehr konform. Oh, Christian, jetzt zum Schluss hat er auch noch etwas daheim. Ich hatte daheim noch ein Schachtel mit alten Milchzähnen von mir, einen verteuchneten Bauchnabelknopf und eine Unterschrift von mir könnte ich auch noch bieten. Was ist das in deiner Szene wert? Ja, ich muss halt sagen, du bist weder tot noch 15 Stutz. Die Wunderkammer von Zog könnt ihr noch bis zum 10. Oktober besuchen. Nehmt eure Grosseltern mit. Christian ist immer auf der Suche nach neuen Exponaten. So, und jetzt zu unserem Gast vorstellen muss ich sie auch in der Schweiz nicht mehr gross. Wo immer sie auch auftritt, sorgt sie für maßloses Entsetzen oder helle Begeisterung. Bildet euch selber ein Urteil. Aus Wien, da ist sie, Lisa Ecker! Wissen Sie, ich kann mir nicht helfen. So ein Mann in Uniform. Es fing an mit dem Schülerlotsen. Meine erste große Liebe. Da hatte ich stets ganz rote Bäckchen, weil er mir mit seiner Kelle immer eins aufs Popscherl gab. Wie später rauskam, hatte ihn die Schule gar nie eingestellt. Er wurde dann verhaftet von meiner zweiten großen Liebe, dem Dorfgendarm. Aber in den waren alle verliebt. Freitagabend die Mädels und ich und eine Flasche Franzbranntwein. Vorglühen für die Verkehrskontrolle. Es macht Männer unheimlich scharf, wenn Weiber Schlangenlinien fahren. Das ist wie ein Hüftschwung. Und irgendwo stand dann unser Gendarm und winkt uns an den Straßenrand. Doch eine Dame muss sich ziehen. Ein bisschen hard to get. Also wir rauf aufs Gaspedal und er uns hinterher. Wir nannten das Speed-Dating. Irgendwann lässt man sich dann schnappen von seinen starken Armen, an denen man sich festhalten konnte, während er uns schummrig würgte. Ja, oft nahm er sich sogar zwei zur Brust. Die eine kriegte Tränengas und die andere nannte er fett. Nur um zu sehen, welche der beiden länger heult. Ja, die gute alte Zeit. Sehe ich heute Uniformierte...
Sehe ich heute Uniformierte, die würdigen mich keines Blickes. Erst heute, da am Zürcher Flughafen, nichts. Die Polizei hat nur mehr Augen für Ausländer. Und das kränkt mich nicht nur als Frau, sondern auch als Österreicher. Auch ich bin fremd in diesem Land und habe genauso ein Recht auf Racial Profiling. Das habe ich dem Polizisten gesagt. Der hat vor Schreck seinen Flüchtling fallen lassen, bäumt sich vor mir auf und meint, Österreicher, Deutsche, Schweizer, die schauen doch alle gleich aus. Nimm Bruno Ganz, der Untergang. Der Schweizer spielt den Österreicher, den jeder für einen Deutschen hält. Kein Mensch kann die drei unterscheiden. Ja. Das kommt raus, wenn es in der Schule keine Rassenlehre gibt. Ich meine, Schweizer, Österreicher, das ist ja wirklich nicht so schwer, oder? Ich meine, schauen Sie hier dieses Profil. Das ist Vollendung. Über Jahrhunderte gezüchtet durch abwechselnde Kreuzungen mit Fremdlingen und der Familie. Durch habsburgische Inzucht und balkanöse Unzucht. Ja, Sie ihn. Noch klatschen Sie. Aber Sie hingegen, die Schweizer, ja eher eine verkniffene Mimik, typisch für ein Volk, das sich nur von Schokolade und Käse ernährt oder unentwegt verstopft ist und flatuliert. Aber ich weiß, Sie tun das bewusst. Ihre übelriechenden Winde sollen den Gestank Ihres Gelds übertünchen, um keine Armen anzulocken. Dazu das ständige Alphorngeblase und die Fahnenschwingerei, damit die olfaktorische Tarnung runter bis nach Afrika weht. Ich finde, man kann den Schweizer auch sehr gut erkennen an seiner Neutralität. Hier die seelenlosen Augen, ja, da ist mehr Leben mit Totenmasken. Zudem hat der Schweizer dann immer noch hier eine sündteure Uhr, um pünktlich keine Entscheidung zu treffen. Der Schweizer trifft grundsätzlich nicht an sich. Machen Sie. Der Schweizer trifft grundsätzlich nichts, deswegen ihr Volksheld Wilhelm Tell, der seinen Sohn erschießen wollte, aber nur den Apfel traf. Das Einzige, was Österreich und Schweiz verbindet, ist, dass wir keine Deutschen sind. Aber hey, das reicht für eine Freundschaft. Lisa Ecker! Ihres Buch Oh Mama ist jetzt gerade erschienen. Wer nicht lesen kann, geht halt eins von ihren Programm schauen. Jetzt gerade die Vorteile des Lasters. Ist sie unterwegs, Marike? Wo trifft man sie? Genau, sie ist am Dienstag und Mittwoch im Kaufleute in Zürich und nachher auch noch in Basel und Bern. Also, wunderbar. So, hört jetzt alle bitte zu, nur eine Konzentration, weil es geht ums Battlen. Ja, also bitte nicht ausschalten. Es gibt dazu nämlich News aus Basel. Haben Sie vielleicht mitbekommen, dort ist der Sommer das amtliche Battle-Verbot aufgehoben worden. Ja, auch wenn es ums Battle geht, hat die Schweiz halt seine klaren Regeln. Oder sagen wir mal so, jeder Kanton hat seine klaren Regeln. In Zürich zum Beispiel gibt es ein Battle-Verbot. Wobei gilt ja in Zürich auch schon als Battle, wenn man für den Hauskauf einen Kredit aufnehmen muss. Bündner haben auch noch ein Battle-Verbot. Überlegen aber jetzt gerade das Problem, mit den Battlern neu über eine Erweiterung vom Jagdgesetz zu lösen. Das Welschland hingegen könnte kein Battle-Verbot, gibt es nicht, weil dort besoffen vom Dennerhangen ist schon ein bisschen ein kantonales Hobby. Im Appenzell würde das Battle-Verbot eigentlich überhaupt keinen Sinn machen, weil dort bleibt eh alles in der Familie. Ja. Im Thurgau gibt es ein Battle-Verbot, das ist jetzt hingegen zurzeit ein bisschen sinnlos, weil wir wissen jetzt, der ganze Thurgau ist in Quarantäne im Augenblick. Zurzeit haben also ganze 14 Kantone ein Battle-Verbot, weil Battle hat bei uns in der Schweiz ja auch nicht so richtig Tradition. Schon einfach so jemanden ansprechen in der Schweiz gilt ja als problematisch. Aber dass ein Handy-App meine Adresse, Kreditkartennummer, Standort, sexuelle Präferenzen und meine wertvolle Zeit erbettelt, das ist hingegen normal bei uns und wird akzeptiert. Aber ein anonymer Bettler, der 2 Franken will, gilt als Belästigung. Ist ja eigentlich auch nicht so, dass wir Schweizer nichts geben könnten. Aber es ist halt schon mühsam für einen Schweizer. Ja? Der Bettler hat kein Sausengeld auf 100er. Ja. Er akzeptiert keine Kreditkarte. Und es ist halt schon auch ein bisschen blöd für die Buchhaltung, wenn man keine Quittung bekommt. Ja. Und das kann auch nicht jeder machen in der Schweiz, betteln. Nur ganz etablierte Bettler werden von Frau und Herr Schweizer toleriert. Zum Beispiel Frau Amherd. Ja.
Aber zurück. Aber zurück zu Basel. Zurück zu Basel. Die Entscheidung ist gefallen, das Verbot ist aufgehoben worden. Und wie erwartet, ist Basel auch sofort diesen Sommer regelrecht überflutet worden. Jetzt nicht unbedingt von Bettlern, sondern vor allem von motzenden Bappen. Zu viel. Sollte es wieder rückgängig machen? Ja, sonst hat das noch eine Sogwirkung. Kommen andere Bettler, kommen noch mehr. Also sie sind mühsam. Also ich würde ihnen nichts geben. Und wieso nicht? Uns gibt auch niemand etwas. Oh. Ja, die armen Basler. Ja, denen gibt auch niemand etwas. Ja. Aber man muss auch sehen, Basel hat ein Herzjahr hinter sich. Keine Fasnacht. Kein Meistertitel. Und wieder keine Fasnacht. Und auch die Stadtpolizei bestätigt, dass sich die Anzahl Bettler in der Innenstadt erhöht hat. Ich habe es ausprobiert, wenn du vom Bahnhof zu Basel zum Barfüsserplatz runterlaufst, wirst du sicher 15 Mal angesprochen zurzeit. 15 Mal. Und zwar zweimal von Bettlern, dreimal von Tele-Basel-Reportern, die wissen, wie oft man von Bettlern in Basel angesprochen wird. Und 10 Mal von diesen penetranten Fasnachtsplakettenverkäufern, die natürlich jetzt versuchen, panisch schnell ihre wertlosen Blechli loszuwerden. Und wenn du mega Glück hast, wirst du noch ein paar Mal von Erik Weber angesprochen, der dir obskure Flyer unterbringen will. Das Basler SVP arbeitet daran, das Verbot so bald wie möglich wieder einzuführen. Und bis dahin haben sie auch schon eine ganz tolle Übergangslösung gefunden. Der alte Teigsatz anwenden, man gibt nicht, denn wenn man nichts gibt, sind die Bettler so schnell weg, wie sie gekommen sind. Das ist nur im Moment eine Lösung. Mhm. Das reimt sich jetzt nicht unbedingt, aber auch wenn es sich reimen würde, ist es ein bisschen doof. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Hey, einfach jetzt mal ganz Basel zusammen, solidarisch, ganz Basel, nichts geben. Ja, einfach mal nichts geben, dann gehen sie schon. Ich sehe schon die grosse Plakatkampagne von der Stadt dazu. Tauben und Bettler nicht füttern, bitte. Und je mehr darüber diskutiert wird, stellt sich natürlich auch die Grundsatzfrage ums Bettelverbot. Kann man denn das Betteln einfach so verbieten? Fragen wir mal jemanden, der sich mit solchen Fragen auskennt. Unsere TV-Anwältin Michelle Kalt. Hallo Michelle, kleine Frage an dich. Michelle, kann man denn das Betteln eigentlich staatlich überhaupt verbieten? Das ist nicht so einfach zu beantworten, Dominik, weil schließlich sind wir ja hier in der Schweiz. Mhm. Für das müssen wir zuerst mal wissen, ist Betteln von der Wirtschaftsfreiheit erfasst. Weil dann dürfen wir es nicht einfach so verbieten. Ja, schließlich sind wir ja noch in der Schweiz. Ja. Das ist so. Das Bundesgericht hat aber gesagt, Betteln hat nichts mit Wirtschaftsfreiheit zu tun. Weil beim Betteln kommst du ja nichts vom Bettler zurück über. Außer natürlich ein mega gutes Gewissen. Und ich weiss nicht, mir langen das eigentlich total. Bettler sind wie dein Deal für Ablassbriefe. Mhm. Pro Stutz, den du einem Anständigen gibst, hast du ein gleich gutes Gewissen, wie wenn du deine grosse Stunde im Altersheim gehst, besuchen. Mhm. Das ist mega effizient. Mhm. Pro 2 Franken, die ich einem Bettler gebe, habe ich ein gleich gutes Gewissen, wie wenn ich mich ein Jahr lang vegan ernähre. Pro Franken, die du einem Junkie gibst, hast du ein gleich gutes Gewissen, wie wenn du 3 Sendungen lang auf DJ Antoine Witz verzichtest. Das wäre unvorstellbar, aber ja. Gleichzeitig hat das Bundesgericht aber auch entschieden, dass ein Bettelverbot eine Beschränkung von der persönlichen Freiheit sei. Ich meine, das klingt jetzt ein bisschen so, wie wenn Betteln eine Art ein persönliches Hobby wäre. Ich meine, wer kennt es nicht? Es ist schönes Wetter, sagst du, hey Kinder, legt etwas Wüstes an. Wir gehen ein bisschen auf Basel betteln. Aber das ist ja jetzt nicht die Realität von einer Bettlerfamilie oder so. Das ist so, aber die Realität ist im Bundesgericht oft egal. So jetzt zum Beispiel überprüft, ob man das Betteln auch nur an Ort zulassen könnte, wo es nicht weiter auffällt. Halt, das ist ja mega Betteln, wo das Betteln nicht auffällt. Das gibt es in der Schweiz? Ja, der nächtliche Friedhof. Stadtgebiet von Olten und die Wandelhallen im Bundeshaus. Mm. Also sag jetzt schnell, Michelle, kann man jetzt das Betteln verbieten staatlich oder nicht? Das Bundesgericht hat die Aufgabe, ein Urteil zu fällen, das die Bevölkerung möglichst wenig einschränkt. Man hat das sorgfältig geprüft und ist zum Schluss gekommen, man darf das Betteln verbieten. Also das heisst, das Bettelverbot ist legal? Ja, aber nur weil etwas legal ist, heisst das ja noch lange nicht, dass es auch moralisch richtig ist. Ich meine, Ananas auf Pizza ist auch legal. Schweizer, die versuchen, Hochdeutsch zu reden, sind auch legal. Kurzarmhemmli sind auch legal. Baby an Bordkleber an einem Auto sind auch legal. Laubbläser sind auch legal. Ja, ich habe es verstanden. Gut, ich weiß, was du meinst. Jetzt haben wir es ja vorhin von den Kantonen gehabt. Du bist aus dem Kanton Zug. Wie sieht es dort aus mit Betteln?
Es zog jetzt kein Bettler, dort heisst das neuer Finanzausgleich. Dankeschön, Michel Kalt an dieser Stelle. Was könnten denn wir vom SRF machen, um das Bettler in der Schweiz ein bisschen etablieren? Vielleicht braucht es einfach ein neues Fernsehformat. Ja? Darf ich betteln? Abgekauft hat die Stars battlet um ein bisschen Quote. Moderiert natürlich von der charmanten Sandra Studer und dem Sven Caritas. Das wäre eventuell. Und battlen. Jeder von euch daheim kann auch das Battle ein bisschen daheim wirklich üben. Beim Nachbarn, wenn man etwas auslehnen kann. Weil das zum Beispiel ist eine uralte Tradition bei uns Schweizer. Gott zum Gruß, mein wohlgenährter Nachbar. Sorry, dass ich störe an dem frohlockenden Tag. Wohlgemut, edler Nachbar. Ich frage jetzt ganz ungeniert. Ich wollte einen Habsburger Haselnusskuchen backen und mir ist das Mehl ausgegangen. Sie sind nicht etwa Führung. Da. Oh, okay. Sie müssen es nur noch malen. Ja, klar. Wir leben ja im Mittelalter. Das ist ja so. Danke. Hallo. Alles gut. Ja. Du, eine schnelle Frage. Hättest du vielleicht ein Sackmesser für mich? Sackmesser, habe ich klar. Schau mal, da ganz praktisch da. Oh, ein Winkel Riedi noch. So ist es. Hat das auch den Flaschenöffner? Ja, doch. Mega, und der Zahnstoch? Ja, der ist da unten. Da ist es. Ja, herrlich. Ja. Also, viel Spaß. Tschüss. Hoi, du. Salut. Salut. Du, ich habe gerade hier tolle Festgesellschaft, wollte einen Eintopf machen, aber das Fleisch ist mir ausgegangen. Hättest du nicht etwa noch eine Soulführung? Ich habe noch drei mehr Säulen. Oh. Die sind auch sehr fein. Das ist meine Rettung. Da, schau mal. Wow. Ja. So, das ist das Hopsi, das Popsi und das Pupsi. Du hast gleich, du sie gerade auskommen. Ist gut. Gute, gell? Danke. Hey, hey, super. Hey. Du, ganz schnell, ich habe einen kleinen Notfall. Mein Onkel wird heute gesteinigt. Ja, macht nichts. Jetzt wollte ich fragen, hättest du mir vielleicht ein paar Steine? Mit diesen Bildern habe ich mich sehr schön gefallen. Danke vielmals. Oh, super. Darf ich auch noch kommen? Du, es ist leider nur im kleinen Raum. Ja, tut mir leid. Aber komm doch sonst nachher noch, wir tun die Leichen aufledern. Sehr gerne. Ja, danke vielmals. Danke. Ciao. Salut. Tschüss. Hey. Festgestellt. Meine Frau ist wirklich eine Hexe. Ach, ich habe es doch noch gesagt. Ja. Aber der Kai brennt nicht schön. Das ist nicht etwas zum Anführen. Hey, nimmst du das? Lass es rein, wenn es etwas gut ist. Sonst stinkt es auch. Ja, kein Problem. Tschüss, Lisanne. Ciao. Ja? Ganz eine kleine, scheuche Frage schnell. Es geht ja gerade die zweite Pestwelle um. Und ich habe keine Maske mehr. Jetzt wollte ich fragen, ob du vielleicht noch eine vorig hättest. Ja. Na, Tütterli, sind wir Nachbarn oder was? Schön. Schau mal da, habe ich noch eine. Gell? Und mindestens drei Hasenohren Abstand. Ja, ist gut. Danke vielmals, gell? Tschüss, bis dann. Sehr gerne. Ja, ciao. Guten Abend, guten Abend. Guten Abend, Nacht. Ich habe gerade eine ganz schöne Gesellschaft bei mir, in der Kemenate. Und hast du nicht etwa eine Playlist, die ich abladen könnte? Ja. Oh, früher hast du die Musik eben schon besser gesehen. Ah, da kommt er. Viel Spass. Hast du ein bisschen Mühe? Du, sorry, gell, ich bin gerade am Duschen, musst du noch etwas anlegen. Ja, ja, ist gut, ich schaue nicht. So, Deli, hoi du. Hoi. Soll du mich noch meine Ritterrüstung glätten? Hättest du mir recht das Glättis? Ja, klar. Ah, das ist ganz so gut. Oh. Zum Glück hast du die Sandalen angehabt. Ja, ja. Sag ich. Wenn man das Putzmittel ausgegangen hätte, ist echt ein bisschen. Hoppla, schick, den Monsieur. Oh, hey, ja, weißt du, ich gehe für Jerusalem. Oh, schön, fliegst. Nein, ich nehme den Kreuzzug. Ja, ja. Darum wollte ich fragen, könntest du vielleicht die nächsten 10 bis 20 Jahre meine Pflanzen gießen? Vergiss doch nicht deine Pflanzen bis in die Renaissance. Was ist los? Ich habe gemeint, wir seien Nachbarn. Nein, also, wer bin ich denn? Ja, nur ein Heid bist. Was? Das ist es. Warte mal, ich habe total Mühe mit dem Duell. Warte mal schnell, könntest du vielleicht ein längeres Schwert von dir auslehnen? Ja klar, sind wir noch vorne oder was? Warte mal, da. Das ist ein rechter Hegel, wie findest du den? Super, ja. So. Schieß mich gleich. Da wird eine Wohnung frei. Das war es auch schon für heute. Danke, Marike, an dieser Stelle fürs Leiten. Heute dabei sind Michel Kalt und Lisa Eckert. Und natürlich Badran Dancers. Nächste Sonntag wird's Gast Mike Stenderband. Bleibt gesund und gute Nacht. Merci fürs Zuschauen.